So, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, ich habe am Ende von der letzten Aufnahme gemerkt, dass ich das Spiel beendet hatte. Ach, scheiße, das wollte ich eigentlich nicht machen. Das Problem ist, ich habe beim letzten Mal vor der Höhle gespeichert, war feuchtfröhlich hier am Laden und naja, habe dann gemerkt, ja nee, scheiße, es hat es ja schon aufgenommen, irgendwie musste die Höhle wieder mitnehmen. Naja, gut. Ist blöd gelaufen und naja, das kommt davon, wenn man die Aufnahme beendet, die Videodatei ein bisschen zurechtschneiden will und dementsprechend auch die Leute dementsprechend halt auch schon mal den ganzen Scheiß umbenennt. Ja, muss man halt ein bisschen mehr nachspielen. Bin aber ganz froh, dass es, dass ich in relativ kurzen Abständen immer zwischenspeichere. Von daher. Später. Mit dem müssen wir noch schwätzen. Ich würde mich gerne hier mal so ein bisschen umsehen. Von daher erstmal mit den Leuten hier sprechen. Hey. Auf die Miliz ist kein Verlass. Wir müssen uns selbst verteidigen. Okay. Okay. Das war ein klares Statement. Die Miliz kommt uns auch nicht zu Hilfe. Sie kommt nur aus der Stadt, um uns unsere Ernte und unser Vieh wegzunehmen. Okay. Hey, du. Der Aufstand von Ona wird noch schwere Folgen haben. Ich halte mich lieber aus der Sache raus. Ja, würde sagen, die zwei sind eher so Truppen von Bauern. Kann ich natürlich auch nicht verübeln, wenn das stimmt, was die hier so gerade sagen. Genau. Der weiß natürlich... Genau, es ist nicht sein Problem. Ruka. An. Ist das mir gut hier? Es ist nicht gerade das Beste. Aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Ah, die Quest kenne ich. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich die hinkriegen soll. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt hat. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Na, wie wär's? Nee, nee. Anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe. Das will doch keiner wissen. Kann ich auch jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Der gewinnt, kommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Genau. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Und du hast deine Wette. Ich weiß nämlich genau, wie er das macht. In dieser Truhe, das ist dem seine Truhe. Wenn wir da dran gehen, kriegen wir Ärger mit dem, auch wirklich nur mit dem. Hat er nämlich Wacholder drin, dieser Lümmel. Und er tauscht nämlich hier den Wacholder, den er gerade selbst säuft, beim Trinken immer mit dem Bier aus. Deswegen hat nämlich keiner mehr Lust. Wir können auf jemanden setzen, müssen aber allerdings irgendwie schaffen, dass der sich hinlegt. Und haben wir da irgendwas dabei? Eigentlich cool. Wir müssen hier was machen. Da gibt es aber noch eine Quest dazu. Dazu später mehr. Obwohl, das könnten wir eigentlich jetzt machen. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Was suchst du, Fremder? Vielleicht ein ordentliches Schwert oder einen guten Harnisch? Einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, wenn eine Münze rollt. Gut. Ja, Harnisch sollten ja eigentlich alle wissen, beziehungsweise
Harnisch in dem Sinne ist eigentlich, sollte eigentlich eine Rüstung sein, aber ich glaube nicht, dass der uns eine anbieten kann. Von daher, ja. Erstmal gucken, was er uns so anbieten kann. Moment. Hat er uns gerade Bruder des Rings genannt? Ring der Verteidigung, Schutz vor Magie. Ach, ist nicht ganz so. Ledergürtel tragen wir eigentlich, glaube ich, schon. Von daher, ja. Gut. Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich habe immer versucht, ein bisschen distanzierter zu sein. Hier sagen Aquamarin, weil wir gehören ja noch nicht zum Ring des Wassers. Was er dagegen zu sagt, weiß ich nicht. Will ich aber auch nicht herausfinden. Es ist ein Aquamarin. Schon mal eingesehen. Ich glaube, wir kriegen nämlich hier ein paar Erfahrungen. Willkommen im Hauptquartier, Bruder des Rings. Ah, was okay. Was kann ich für dich tun? Keine Ahnung, vergrüßen wir. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich glaube, jetzt kriegen wir nämlich ein Zimmer bei dem umsonst. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich noch damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Verstehe. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Ja, Lederrüstung haben wir doch schon. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Ja, ist ja okay. Was kostet dein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Gar nichts. Hier hast du den Schlüssel für die oberen Zimmer. Such dir eins aus. Da muss man noch was. Wie läuft deine Rede? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Gut, ich will hier mal was probieren. Ob ich hier was triggern kann. Was dagegen, wenn ich mir ein Bier nehme? Nein? Ein Brot? Nein? Auch nicht? Wacholder? Bier? Ja, wir können die ganze Einrichtung eigentlich mitnehmen, aber ich finde es eigentlich ganz schick hier. Deswegen würde ich mal sagen, hier haben wir uns bedient. Das lasse ich erstmal so. Ich gucke mir jetzt erstmal die oberen Zimmer an. Komm, machen wir von hinten an. Dürfen wir hier alles mitnehmen, habe schon getestet. Da gibt es keinen Ärger. So, Wasser, Wasser, Wasser. Wolfsfell. Eine Laborwasserflasche und eine Fischsuppe nehmen wir natürlich mit. So, ui, ein Gold. Das war ja jetzt nicht unbedingt. Dafür haben wir einen Dietrich verballert. War nicht ganz so geil. So, die Tür machen wir wieder zu. Ich glaube, weil sich das so gehört. Jungs und Mädels. Aquamarin. Stängel Sumpfkraut. So, Drogen nehmen, hä? So, die hat kein Schloss. Was haben wir hier drin? Oh ja. Die hat ein Schloss. Rechts, 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 links. Rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links. Okay. Wir fressen so viele Dietriches. Liegt aber nur daran, dass unsere Quantität relativ gering ist. Von daher. So. Ich weiß nämlich auch, wie man hier was triggern kann. Das habe ich nämlich auch vor. Und zwar würde ich gerne das Trinkspiel machen. Hier gibt es so eine kleine Quest. Die nehme ich auch später mit. Also ob wir es in diesem Part schaffen, weiß ich nicht, muss ich sagen. Aber im nächsten Part auf jeden Fall. Ich glaube, wir können den ohne Probleme schlafen legen. Dann... Na, ich weiß auf jeden Fall, wer gegen den antreten will. Es gibt nur eine Person. Natürlich meckert der Orlan dann wieder rum.
Aber ich würde... Oh, eine Weidenbeere. Weidenbeere, Weidenbeere! Mh, lecker. Ja, Beeren sind immer lecker. Mach ich privat auch, wenn ich irgendwo rumlaufe und sehe Brombeeren oder Himbeeren, da fackel ich nicht lange. Versuch die natürlich nicht unten die zu nehmen, weil da natürlich alles Mögliche dran sein kann, aber so Hüfthöhe, so ab 1,50 Meter aufwärts, so ab 1 Meter aufwärts, kann man da schon mal zupacken. Alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Dieser Alvarez ist in letzter Zeit immer dreister geworden. Gut, dass es jetzt vorbei ist. Jetzt bräuchte ich einen kräftigen Schluck in der Taverne. Du gehst in die Taverne? Das ist richtig. Jedoch in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann es mir nicht leisten, dorthin zu gehen. Was genau passiert dort in der Taverne? Es wird dort gerettet. Zwei Kontrahenten treten gegeneinander an und derjenige, der das meiste Bier verträgt, hat gewonnen. Am Ende habe ich nur noch verloren und nun muss ich erst wieder zu Geld kommen. Gegen wen bist du angetreten? Gegen Ruka, den alten Mistkerl. Er hat mich bisher jedes Mal geschlagen. Doch werde ich irgendwie den Verdacht nicht los, dass mir dieses miese Schwein jedes Mal Wacholder ins Bier gekippt hat. Ich vermute, er hat den Wacholder in seiner verdammten Truhe versteckt, die immer bei ihm steht, dieser Dreckskerl. Jemand müsste ihm einfaches Wasser in die Truhe schmuggeln. Dann kann er von mir aus punchen, so viel er will. Wenn ich doch nur genug Geld hätte, um nochmal gegen ihn anzutreten. Gut, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid, was wir zu tun haben. Das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mal gucken, ob ich das in irgendeiner Weise hinkriege, den Ruka schlafen zu legen, ohne dass die Bauern sauer werden. Dann müssen wir den Wacholder rausschmuggeln und den Wasser reinbringen. Alles in 30 Sekunden, weil der Schlaf ja nur 30 Sekunden geht. 30 Sekunden müssten aber ausreichen. Wasser haben wir ja dabei. Jo. Aber der ist nie aus der Truhe. Der ist also wirklich, der ist auch nie weg. Wir könnten mal gucken. Ich könnte mich mal in ein Bett legen, könnte schauen, was der so gegen Mitternacht so treibt. Ob der da alleine ist oder nicht, weil ich glaube, wenn ich das nämlich einfach so mache, mitten am Tag, dann gibt es riesen Ärger. Erstmal gucken. Orlan, der Wirt macht uns ja nichts. Wir gehören ja zum Ring des Wassers. Zumindest denkt er das. Wir sind ja noch sind wir in Arbeit. Deswegen würde ich mich nämlich mal hier hinlegen. So, bis Mitternacht schlafen. Jetzt gucke ich mal, was hier so draußen los ist. Okay, hier ist genau das... Ich speichere mal ab. Wer weiß, ob die da vielleicht sauer werden oder nicht. Ich weiß es echt nicht. Wergan, finde ich persönlich. Okay. Das hat ja besser geklappt als erwartet. Gut, dann schlafe ich nämlich bis nächsten Morgen. Gehe zurück zu Randolph. Und sagt dem Bescheid. Das wäre nämlich ganz geil. Ich erzähle dir noch nichts Neues. Das will doch keiner wissen. Hey, du! Selbst ist er noch nicht draufgegangen. Ich habe ihm... Wer soll es sein? Randolph. Randolph, der Aufschneider? Na gut, warum nicht? Schick den Knecht zu mir und der Deal steht. Spätestens 2 Tage später kannst du ihn wieder abholen. Wer weiß, vielleicht hast du ja Glück. Und er steht dann wieder. Wie hoch ist dein Einsatz? 20. Wenn du schon wetten willst. So, Apfeltabak. Ich würde gerne mehr wetten, weil der, ich glaube, der verliert nämlich jetzt.
kann richtig Kohle bei dem rausholen. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht, das kann weg. Juwelenschatulle ist natürlich ordentlich was wert. Ich weiß allerdings nicht, ob mir die Geisteskraft... Haben wir hier noch irgendwas? Ja, Zweihandwaffe. Grobes Kriegsbeil kann auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Langschwert, Paladin Zweihänder. Ich glaube, so viel geben die sich nicht. Paladin Zweihänder kann natürlich weg. Rostiger Zweihänder auch. Gut, 300. Ich würde gerne gucken, dass ich 500 Goldmünzen bekomme. Damit der mal ordentlich einer auf die Backen kriegt. So, lass mich mal kurz. Schwarzes Erz hat natürlich, keine Ahnung, relativ viel Wert. Achso, ja genau. Ich wollte gucken, ob in der Juwelenschatulle was drin ist. Nee, gut, dann kann ich die einfach nur verkaufen. So, die haben zum Glück unendlich Geld dabei. Jawohl! Noch. Kann hier nur 100 Goldmünzen. 100, das höre ich. Ich nehme deinen Einsatz an mich. Hier hast du mal. Alles klar. Lass dir nicht zu viel Zeit. Gut. Wir müssen jetzt zu Randolph. Den schicken wir auch natürlich direkt dahin. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Ich glaube schon. Ich weiß es. Bin mir nicht sicher. Schade, ich hätte echt gedacht, dass ich eben 500 gelesen habe. Aber kann natürlich auch sein, dass ich mich verschätzt habe. Ich weiß dann auch schon, wie man den Part nennen kann. Und ja, ich habe mich total vertan. Ich habe ja gedacht, wir wären jetzt bei Part 5, den Part 5 Händler Harkorn, aber das war ja dann schon Part 11. Ja. Von daher habe ich, wie gesagt, zu lange Pause gehabt. Und von daher, naja. Eigentlich wollte ich hier einen Schnitt machen und das beim nächsten Part zeigen. Aber ich glaube, das Trinkspiel können wir jetzt so komplett, wie es ist, mitnehmen. Dann schicke ich nämlich den Randolph mal hin. Und sag dem Jungen, dass es losgeht. Wie viel Geld brauchst du für den Wettkampf? 10 Goldmünzen. Ich gebe dir das Geld für den Wettkampf gegen Ruka. Wirklich? Besten Dank. Ich werde es dir bald zurückzahlen. Wenn ich gewinne, lege ich sogar noch was drauf. Wir sehen uns. Gut, den habe ich jetzt mal dahin geschickt. Gut, ich muss gehen. Mach's gut. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr für dich tun können. So, und deswegen warten wir jetzt erstmal, bis der da ist und gucken, was dann passiert. Ich bin echt mal gespannt, weil die Quest mache ich ja normalerweise nicht so. Hallo Kati. Pass auf deinen Mann auf. Pass auf deinen Mann auf. Das höre ich gerne. Die liebe Kati. Das ist eine liebe Dame. So eine Kati braucht man auch. Ja, so eine Kati, so eine ganz liebe würde ich auch als Frau nehmen, kein Thema. Ja, wogegen der Name mir relativ egal ist. Solange das Mädchen auf ihren Mann aufpasst, ist alles gut. So, mit den beiden will ich mich, ich weiß nicht, das ist zwar ganz nett, die zwei. Ich weiß, dass du mit denen schwätzen kannst. Die werden immer, der eine sagt was Böses, das ist, mein Bruder ist ein Lump, das sind so Zwillinge. Der andere sagt, das ist ein Lump, der kann doch gar nichts. Und der sagt, er ist ein Aufschneider und so weiter und so fort. Und dann sagst du, ach komm, scheiß der Hund drauf, geh hin und sag's ihm selbst und dann kloppen die sich. Aber ich glaube, es gibt noch eine Quest zu denen. Ich weiß nur nicht genau wie und wann und ob ich die überhaupt triggern kann. Wenn nicht, naja gut, wir können die immer noch gegeneinander aufhetzen. Nur wenn die sich prügeln und das wegen uns, dann wie heißt's, sprechen die nicht mehr mit uns. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Ich muss erstmal mein Notizbuch für Shadowplay holen und gucken,
wie lange ich aufnehmen kann, ohne dass die Datei im NTFS-Format, wer die Datei, ja, bis es eine zweite Datei gibt. Auf jeden Fall ist es so, die Festplatten sind ja alle mit NTNF, glaube ich, NTFS oder so in dem Dateiformat formatiert, und wenn eine Datei eine gewisse Größe hat, wird die gespalten. Das haben wir auch bei Shadowplay sozusagen, und wenn da eine Datei genau 3,8 GB überschreitet, dann wird eine zweite Videodatei angefangen, und irgendwo habe ich mir auch notiert, wie lang das bei einer gewissen Bitrate, ich hatte früher die Bitrate auf 35.000 hochgeschaltet, ist natürlich ein bisschen übertrieben, gerade für ältere Spiele oder für eine ganz, für relativ wenig, relativ wenig Dingbums. Deswegen habe ich mir das irgendwo notiert, aber dazu muss ich natürlich auch erstmal das Notizbuch rausholen, wie lange ich aufnehmen kann, ohne dass ich später die zwei Parts bzw. die Videodateien zusammenschneiden muss und dann abspeichern muss, um sie dann wieder zurechtschneiden zu können. Ach, deswegen, naja. Da hast du ja was Schönes angebracht. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Rucker spielen. Warum? Solange er da drin seine Betten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? So, gut, ist natürlich jetzt nicht voll Idiot, liegt doch genau vor meiner Nase. Ich hatte das vorbereitet und jetzt habe ich es am gewohnten Platz gesucht, habe es nicht gefunden, habe noch geguckt. Ja, Aufpasser, ist jetzt die Frage, kann ich da rein? Genau, ich kann da rein ohne Probleme. Ich muss aber, glaube ich, 1-2 Tage warten. Deswegen werde ich mal übernachten, um das mal ein bisschen zu skippen. So, Shadowplay Notes. Okay, mit meinen aktuellen Einstellungen. Ich penne mal dreimal bis zum nächsten Morgen. Also mit meinen aktuellen Einstellungen von 15.000 Bitrate kann ich 38 Minuten aufnehmen. Dann bin ich immer noch in dem formatierten Dateiform, also im Datei, in der Dateiformatier, in der Länge des Dateiformates. So, das ist jetzt die Frage, geht's wieder los? Sind die fertig? Das ist doch, da bist du ja endlich. Ich hab schon auf dich gewartet. Was ist passiert? Das letzte Offen ist endlich vorbei. Wer hat gewonnen? Diesmal hat Randolph gewonnen. Ja. Ich hoffe, dass das das letzte Mal war. Ich erzähle dir so ein Theater nicht mehr in meinem Haus haben. Merkt ihr das? Alles klar. So, wo ist jetzt der Rucker hin? Randolph. Warte mal. Kopfschmerzen? Mir geht's bestens. Dieses Mal hat es endlich geklappt. Ich danke dir nochmal für dein Geld. Hier hast du es zurück. Ruka steht nicht so schnell wieder auf, schätze ich. Hey, der hat uns 2 Goldmünzen gegeben. Coole Sache, danke. Ist zwar jetzt im Anbetracht unseres Geldes nicht viel, aber naja. Man soll den Mund nicht so voll nehmen. Hier hast du dein Geld. Und jetzt kein Wort mehr. Geil. Ich weiß auch schon, wie ich das nenne. Gut, dann würde ich nämlich sagen, beende ich das jetzt mal erst. Und ja, guck dann, wie es weiterläuft. Bis gleich.